Mitten in den Karpaten überlässt bei einbrechender Dunkelheit ein Kutscher vier Reisende ihrem Schicksal. Wovor hat er Angst? Die vier Fremden wissen es nicht, aber bald sollen auch sie diese Angst kennenlernen. Auf dem Wagen ist kein Kutscher. Die Pferde kennen ihren Weg auch so. Vier Gedecke sind auf festlicher Tafel aufgelegt. Ist das Gastfreundschaft? Wer hat die Fremden erwartet? Wie ist das, Gabor? Wird Ihr Herr nicht mit uns zu Abend essen? Nein, Sir, das Vergnügen werden Sie nicht haben. Ist er verhindert? Er ist tot. Völlig rätselhaft. Warum möchte ein Toter noch Gäste haben? Graf Dracula, der Vampir, ist 10 Jahre nicht mehr gesehen worden. Er ist zu Staub zerfallen. Aber sein treuer Diener wartet, bis er ein Elixier in Händen hat, das diesen Staub wieder beleben kann. Das Elixier ist das Blut eines Menschen. Denn nur durch Blut kann Dracula wieder auferstehen. Blut für Dracula. Schaudernd spüren die Gäste auf Schloss Dracula die tödliche Nähe ihres Gastgebers, der bereit ist, sie zu empfangen. Dann werde ich ihn töten. Er ist bereits tot. Er ist ein Schattenwesen, das zerstört werden kann, aber nicht getötet. Charles! Was brauchst du noch, Charles?